Der traditionelle Bürgerball war wieder besonders glanzvoll. Ob im Dirndl oder langer Abendrobe, dieser Ball konnte sich sehen lassen. Die Laxenburger Volkspartei lud auch heuer wieder zum traditionellen Bürgerball ins Schloss Laxenburg. Die Tanzschule Frenzel eröffnete mit dem Jungdamen- und Herrenkomitee den stimmungsvollen Ball. Was darf man vom heutigen Ball sich erwarten? Wir bieten wie immer eine schöne Tanzmusik vorn bei uns in diesem ehrwürdigen Saal. Rundherum können die Gäste sitzen, können auch gleich hineinschauen. Wir haben eine Würstelbar ganz hinten, eine Diskothek bieten wir auch für die Jugend an. Ja, eine Sektbar haben wir. Also wie jedes Jahr wird das sicher ein netter Abend für unsere Gäste. Der heutige Ball ist für die Tanzfreudigen ein Erlebnis einmal mehr. Aber ich sage auch, wir haben eine tolle Mitternachtstombola. Wir haben Reisegutscheine im Wert von Hauptpreis 1.300 Euro, viele weitere Scheine. Wir haben ein Fahrrad um 600 Euro zu gewinnen. Auch das ist etwas, was die Damen und Herren motiviert. Und ich freue mich, dass nicht nur Laxenburger hier sind, sondern dass wir aus der Region, aus Wien, teilweise auch aus Österreich hier Gäste begrüßen dürfen. Internationale Organisationen sind hier vertreten. Also als Bürgermeister einerseits, als Geschäftsführer der Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft andererseits, das ist ein schöner, ein toller Erfolg. Der Dirndlball ist zum Bürgerball mutiert, aber trotzdem sehe ich ihn heute in einem Dirndl. Nein, es war ursprünglich war es der Laxenburger Dirndlball, dann ist er zum Bürgerball mutiert und wir haben seit 3 Jahren wieder das Motto die Nacht der Tracht, weil Tracht ja sehr in ist und deshalb lassen wir alles zu. Tracht oder Abendkleid, ist egal. Jetzt sehe ich hier ein kurzes Dirndl, bei der Frau Witzelbürger ist ein langes Dirndl, es gibt auch lange Abendroben. Was ist denn heute wirklich gewünscht? Was möchte man hier sehen? Also wir wünschen uns eigentlich beides, für jeden sein Geschmack. Wir wollen die Jugend dazu binden, dass sie auch kommen und die meisten haben mittlerweile ein Dirndl, dann sollen sie sich ein Dirndl anziehen. Und ja, viele wollen sich eigentlich kein Ballkleid kaufen und haben eben ein Dirndl und die ein Abendkleid haben, ein langes, sollen das auch ausführen. Was ist jetzt bequemer? Na, ich muss ehrlich sagen, Dirndl ist zum Zumachen schwieriger, aber es ist trotzdem unten luftiger. Wie einfach oder schwierig ist es denn, junge Menschen auf einen Ball zu bekommen? Ja, das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Diese Frage stellen wir uns natürlich auch öfters. Es ist so, dass hier natürlich einige Tanzschüler kommen, eröffnen, die nehmen dann auch oft Freunde mit. Das ist sicherlich ein Vorteil, den wir hier haben. Und es kommen auch immer viele Jugendliche aus unserer Gemeinde, die einfach auch am Ball teilnehmen wollen. Aber es wird natürlich in Zukunft nicht einfacher, weil die Konkurrenz aus Wien natürlich auch da ist. Das muss man zugeben.